Wenn wir Normen machen für die Automobilindustrie, für Autos zu bauen, die mehr verbrauchen, spurlich CO2, und reduzieren eben auch den Verbrauch von Öl und Petrol, und ich kann so weiter. Von der Tisch wirklich die Strategie aus um europäischen Niveau für eben Klimaveränderungen an eben das Ressourcenproblem für den Unternehmen umzugehen, weil eben die Lösungen am großen Ganzen selbst sind. Das, was Herr Lämisch sieht, das stimmt. Was heißt das für alle Parteien heute zu Lützburg für ihr nächstes Wahlprogramm? Sind die wirklich bereit, die Lützburger das so krü dahin zu lehnen? Und ich meine, dass Politik hat immens Angst für den Wähler und das erklärt, für was verschiedene politische Parteien mehr couragiert sind wie andere. Und dann gibt es natürlich wirtschaftliche Interessen, die eben auch aus dem Alltag heraus auch kein Interesse haben, der wohnt. Wenn etwas wichtig ist im Moment, neben der Entwicklung, der Beschleunigung von der Entwicklung von der Elektromobilität, dann ist es, dass man alles das, was heute technisch möglich ist, beim Auto für den Verbrauch zu reduzieren, dass das so schnell wie möglich könnt. Weil das als Ressourcenpolitik, das als Umweltpolitik und das ist auch so gut Sozialpolitik. Ich wollte just ein Wort zum Hydrogen zu und ich meine, dass es ein bisschen ein Drama ist, weil das Problem ist, und das geht das systematisch, dann geht es nicht gesucht, und das ist die Produktion vom Hydrogen. Und Hydrogen muss hergestellt gehen. Das ist der einzige Fuel, den ich nach wie vor muss herstellen. Es geht normalerweise aus den einfachsten Prozess als für den Moment aus Erdgas herzustellen. Ne? Und du spürst ja schon noch ein bisschen, dass du eine Etappe dabei kennst, die nicht so agréabel ist, wenn man das sieht. Dafür geht doch nicht oft gesucht. Ne? Das ist zwar schick, einen Hydrogen-BMW zu reisen und zu viel zu feiern, ne? Aber ich glaube nicht darin, also ich gesehen, viel leichter den Hydrogen, die Elektrizität wie den Hydrogen kommen. Herr Lämisch hat gesagt, ich kann Wasserstoff als Gas machen, dass der Gas wie an den zweiten Weg für Wasserstoff zu machen, also über elektrisch. Mhm. Aber ich brauche 3 Einheiten elektrisch für 1 Einheit Wasserstoff zu machen. Voilà. Die ich dann an den Elektromotor mache. Ne? Und das weiß ich schon, das ist einfach, das hat immens schlechte Rendement. Und dafür ist das Wasserstoffauto, das ist eigentlich nicht immens seriös für die Leute, das Leben zu tun, dass das am großen Stil relativ schnell kommen. Was kann schnell kommen, das sind viel mehr effikant Diesel und Benziner, in Kombination mit Hybrid. Und ich meine, das Toyota, die haben 8 bis 10 Jahre Vorsprung auf sämtlich europäische Automobilkonzerne, weil sie als echt gesehen haben, also Japan als Land, die viel mehr seriös wie zum Beispiel Europa über Ressourcenknappheit diskutieren. Das ist ein Hybrid, elektrisch, und dann könnt ihr an den Hybrid elektrisch Plug-in, also den ich auch an den Steckdose machen, und dann den Elektroauto. Und das möchte auch von einer gesamtsystemischen Approche am Energiebereich setzen. Könntet ihr seriösement eine Ressource für Strom zu produzieren? Also Herr Lämisch hat recht, wenn er sieht, dass wir heute zu Lützburg bis zum Jahr 2020 sind wir irgendetwas mit eigenen Erneuerbaren im Bereich von 10%. Wenn wir als Druck gehen. Wenn wir als Druck gehen. Und da muss noch mehr geschehen wie heute. Ja. Aber wir sind, und das hat Herr Lämisch auch gewusst, wir sind pro Kap Energie gibt kein Land auf der Welt. Wird so viel verbraucht wie mir, weil wir haben für so ein kleines Land quasi eine überdimensionierte Industrie. Und es ist so, dass man nicht, weil ich logisch hätte, dass die Industrie verschwindet, wir müssen uns dann einfach bewusst sein. Wir haben von so einem kleinen Land den dritte oder vierte größte Cargo-Unternehmen von der Welt aus. Und dann habe ich den Tanktourismus schon über Jahre einen richtigen Wirtschaftsboom mit 150.000 Frontalien Last geköpft, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen über entweder Wohnungen heute zu Lützburg schaffen oder einen öffentlichen Transport. Da sind ich natürlich auf einem extrem hohen Energielevel. Und dann ist es natürlich schwer, auf so einem hohen Level ganz hohe erneuerbare Energien zu kriegen. Wir haben traditionell immer Energie importiert und dafür so nicht.
Fi wat gi mir als net eng Politik, wo mir mathöllefen die Meigkeeten, die het Notmolo gëtt am Bereich vun Offshorewand an der Nordsee fir dé ze nutzen. Wandenergie gëtt de Klier Nummer 1 vun der Arcelo a vun ThyssenKrupp, vir der Automobilindustrie spezens am Joer 2014/15. An der zweet ass Grouswandanlären brauchen Investmentfongen fir de Risiko ze streen vum Invest. An dat sinn zwee Atouren plus Feiernen als Pompspeierkräif, dat ichich mün dréi Atouren an eventuelle féiert iwwer de neien Energiekonzern, de hunn wat jo eng Fusioun ass vun Arcelor mat Segedel a Sotec an D-Konzern brauch Gas, dat ichich ginn ene wee e mëttelgrossen Gasplayer an Europa an Kombinatioun vu Gas mat Wässer, mat Wand, dat ass den Ticket, den zum Beispiel Spuren in Portugal. Die bauen hire ganzen Stromsystem op déi drei Sächen op, an dat ass den Ticket gagnant eigentlich vun den nächsten Jozenkten an Europa. Applaus